Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute packen wir gemeinsam Glossybox Sellboxen aus. Ihr habt mir zahlreich zugeschickt und auch eine ganz liebe Zuschauerin, die mir das als erstes geschickt hat, dass es einen Sale bei Glossybox gibt. Und zwar habe ich 3 Boxen für 21 Euro gekauft und ja, die sind heute angekommen. Ich möchte sie mit euch gemeinsam auspacken. Das hieß glossyboxautumnsale.de, also Deutschland. Dabei sieht das aber ein bisschen flacher aus. Ich glaube, dass das doch irgendwelche anderen Boxen sind, die hier angekommen sind. Auf jeden Fall hat das Ganze 21 Euro gekostet und 3,95 Euro Versand. Mit dem Versand, das war ein bisschen komisch, weil normalerweise als Glossybox-Abonnent hat man keinen Versand bei solchen Aktionen. Ich hatte dann auch Glossybox angeschrieben und die meinten, das wird geklärt. Der Versand, das war nicht richtig. Das war anscheinend ein Fehler und ich könnte das Ganze stornieren und neu bestellen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich habe sie jetzt einfach hier hinliefern lassen und zwar 3 Stück an der Zahl. Die fühlen sich sehr leicht an, aber hier sollen mega tolle Produkte drin sein, laut einer Zuschauerin. Und wir gucken jetzt einfach mal da rein, ob sich das für 21 Euro gelohnt hat. Ich habe unter anderem auch noch andere Boxen bestellt, und zwar diese Superbox. Da hatte ich euch bei Instagram schon gezeigt, da gibt es jetzt eine, ich glaube 25 Euro kostet die und da sollen 8 Produkte drin sein. Und die ist so ein bisschen eine Erweiterung zu der Februarbox. Kommt auch im gleichen Kleidchen, also im gleichen Umverpackung wie die Februarbox. Und dann gab es noch 1,20 Euro Boxen. Da stand aber nichts dabei, keine Beschreibung, nichts. Ich habe dann einfach mal 4 Stück bestellt, um zu gucken, was dann hier ankommt. Bis jetzt sind die noch nicht versendet worden. Also ich vermute, dass das storniert wird, weil das halt ein Fehler war. Bei einigen kamen die Boxen anscheinend schon an und die waren tatsächlich gefüllt für 1,20 Euro. Wenn das hier ankommen sollte, werde ich das natürlich mit euch hier vor der Kamera auch auspacken. Aber warten wir es mal einfach ab. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, was in den Glossyboxen drin ist, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Der ersten Box mal an. Die ist sehr leicht. Und die erste Box, die ich hier habe, ist einmal die Let the Sun Shine Box. Die war vom April, glaube ich, letztes Jahr gewesen oder vom Mai. Auf jeden Fall ist das eine wunderschöne Box und ich bin gespannt, ob das die deutsche ist, weil die sieht echt flach aus, als könnte das eine norwegische oder so sein, weil die sind ja immer ein bisschen flacher wie die deutschen. Die ist einmal schon mal kein Heftchen mit bei, also das ist der erste Blick in die Box. So, das erste Produkt, was hier drin ist, ist einmal eine Zahncreme von Colgate, die Sensitive Instant Relief Whitening Zahnpasta. Finde ich ganz gut, kann man auf jeden Fall gebrauchen, ist ein Full-Size-Produkt. Finde ich auf jeden Fall gut. Dann haben wir das zweite Produkt, die Box, sage ich euch gerade, die ist nicht so, wie ich mir sie vorgestellt habe. Dann einmal von Karl Lagerfeld eine Parfümprobe. Eau de Parfum, und zwar 2 Milliliter Tokio. Das ist einfach eine Parfümprobe, ist für mich kein volles Produkt. Schon mal das vorab. Dann ist noch ein Highlighter von Ella Masca hier drin. Also wirklich wie mein Finger so groß. Das ist ein Liquid Highlighter, Beyond Liquid Highlighter, oh mein Gott, von Ella Masca. Ein flüssiger Highlighter, ja, in so einem Gold. Ist aber auch wirklich eine Mini-Mini-Probe. Dann ist das nächste hier drin, und zwar von Verso. Einmal die Nourishing Cream in der Nummer 3. Das ist die mit Niacinamiden. Die soll sehr gut sein. Ich habe die noch nie probiert. Ich bin irgendwie nicht so auf die Marke. Ich weiß nicht, die spricht mich nicht so an. Und ich habe ja meine Gesichtspflege momentan, deshalb genau einmal die. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt in dieser Box. Das ist auch von Karl Lagerfeld einmal was, und zwar ein Baked Blush Light Beige. Das ist ein Blush und ich glaube, dass ich den auch schon mal in einer Sale-Box mit drin hatte. Genau, der sieht aus wie so ein Highlighter. Ich würde das jetzt auch eher als Highlighter statt als Blush betiteln. Der schaut so aus. Also der ist von der Farbe auf jeden Fall mega schön. Und ich werde den aber in eine Verlosung geben, weil ich habe den schon, meine ich zumindest, falls ich den noch nicht weitergegeben habe. Genau, das waren einmal die Produkte in der ersten Box. Ich muss sagen, die finde ich echt schon ein bisschen lasch, weil halt eben diese 2 kleinen Prübchen mit drin sind. Aber es ist okay, es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich motzen möchte. Wir machen mit der zweiten Box mal weiter. Das ist einmal die zweite Box und ich ahne schon Böses. Ich hoffe, dass da nicht derselbe Inhalt drin ist. Der Inhalt sieht schon besser aus. Der ist ähnlich. Ich fange mal damit an, dass hier wieder eine Probe von Karl Lagerfeld drin ist.
Genau, dieses Tokio. Da kann man das aber mal gut ausprobieren, wenn man dann zwei Proben hat. Vielleicht haben wir auch noch eine dritte. Mal gucken. Auf jeden Fall finde ich das ganz in Ordnung. Dann ist hier ein Produkt drin, was ich mega gut finde, was ich auch nicht mit gerechnet hätte in dieser Box. Einmal was von Benefit, und zwar das The Pore Fashionel. Das ist ein super Setting Spray. Und das war im Adventskalender, meine ich, drin. Das ist auf jeden Fall Hammer, dass das hier drin ist. 30 Milliliter. Ja, ist einmal so eine Sprühflasche. Sehr cool, also damit habe ich nicht gerechnet. Das ist so ein bisschen eine Entschädigung jetzt gerade für die erste Box, finde ich. Dann ist hier drin von Palmolive was. Das habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Das ist ein Deo, scheint mir. Ich will gerade mal gucken. Ja, das ist so ein Deo-Stick. Den kann man hier so aufmachen. Finde ich ganz interessant. Teste ich gerne mal aus. Ich habe zwar mein Lieblingsdeo schon gefunden, aber kann man echt mal testen. Palmolive hatte ich bis jetzt nur Seifen von. Oder man Duschgel. Und dann ist hier ein Shampoo drin. Ein Volume and Bounty Shampoo von Love Beauty and Planet. Das ist bestimmt gut, weil die haben echt schöne Sachen. Die haben auch tolle Duschgele, und das ist halt ein Volumen-Shampoo. Teste ich gern aus. Riecht gut. Ist halt so eine kleine Reisegröße. Ist perfekt, wenn man mal irgendwo ins Schwimmbad geht. 100 Milliliter. Also so ganz wenig ist das nicht. Und jetzt kommt hier, ist ein Knallerprodukt drin, wie jetzt viele sagen würden, und zwar ein Face Serum von Avant. Und das ist natürlich, das holt natürlich den Wert von allen drei Boxen wieder raus, weil die ja so unendlich teuer sind. Und das ist das 8-Hour Retexturing and Anti-Oxidizing Hyaluronic Facial Serum, also so ein Hyaluron Face Serum, genau. Das wird dann auch mal in eine Verlosung bei euch reinwandern. Ich überlege auch gerade, ob ich eine Verlosung hier jetzt mache, dass ihr was gewinnen könnt. Ich glaube, das mache ich auch. Ich werde euch nachher hier was zusammenstellen, und genau. Das war einmal die zweite Box. Und jetzt haben wir noch eine dritte Box, und die ist richtig schwer. Das ist die schwerste von allen. Ich bin gespannt, was hier drin sein wird. Noch ist dieses Bundle verfügbar. Also wenn ihr das haben wollt, ich lasse euch den Link dazu unten in der Infobox drin. Da könnt ihr sehr gerne schauen. Und die dritte Box reißt alles raus. Die erste Box, das war jetzt irgendwie so, die zweite Box war schon, und die dritte Box ist, aha, also die ist wirklich richtig gut gefüllt. Ich fange mal mit dem ersten Produkt an, und zwar haben wir einmal so ein Micellenwasser von Nivea. Das ist das Micellar Water 100 Milliliter. Das ist eine Reisegröße, Travel Size. Finde ich aber gut, weil Micellenwasser kann man immer gebrauchen, und deshalb finde ich das auch in Ordnung. Jetzt kommt das nächste Produkt, was ich knallermäßig finde, und zwar eine Hyaluroncreme von Barbour. Das in der Sellbox finde ich sehr gut. Das sind 15 Milliliter. Das ist die Hydrocellular Hyaluron Cream. 15 Milliliter, wie gesagt, dann kann man das mal austesten. Hier steht, dass es eine angenehme, leichte Hyaluroncreme ist, die hydratisiert, multidimensional. Ja, mega, mega, mega Produkt. Dann haben wir hier nochmals drin, und zwar die 8-Hour, also das Facial Serum nochmal von Avant. Das ist auch nochmal mit hier drin. Echt krass, also ich glaube irgendwie, die wollen ihr Lager loswerden mit Avant. Ja, dann kommt hier was, was ich sehr liebe, worüber ich mich mega, mega freu. Und das ist einmal von Origins, die Geising SPF 40 Energy Boosting Tinted Moisturizer Cream. Ich liebe die, ich habe die auch in groß hier, die ist echt richtig gut, und die gibt so einen richtig schönen Glow auf der Haut, die sieht fantastisch aus. Ist auf jeden Fall eine tolle Creme, und das lohnt sich auf jeden Fall, die mal auszutesten. Ich kann euch die sehr empfehlen, ich hatte euch da auch schon mal ein Video zugemacht, die ist echt gut. Ja, und dann kommt ein richtig großer Knüppel, was ich persönlich richtig toll finde. Das ist nämlich meine Lieblingscreme für die Nacht. Wenn ich so gucke, außer das, was ich jetzt im Moment benutze, dann würde ich auf jeden Fall hier drauf zurückgreifen. Das ist die Elemis Pro Collagen Oxygenation Night Cream. Die ist richtig gut, also die funktioniert bei meiner Haut ganz toll. Die ist zwar parfümiert, aber meine Haut sieht so gut aus am nächsten Morgen damit. Und das ist wirklich eine Hammercreme, 30 Milliliter. Freue ich mich unheimlich drüber. Ich hatte jetzt zwar noch eine kleinere hier, aber die werde ich in mein Backup legen. Wenn ich die Pflege, die ich jetzt momentan benutze, dann mal absetze oder so, dann habe ich noch mal eine oder halt zwischendurch. Genau, und die ist auf jeden Fall richtig viel wert, genauso wie das Avant Serum und auch die Barbour Creme. Also diese Box hier ist Wahnsinn, die lohnt sich total. Ich hoffe, dass da jeder das Gleiche drin haben wird. Also wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr ja noch mal schauen, ob ihr da irgendwie Interesse habt. Unten der Link ist in der Infobox drin, also der Sale hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Für 21 Euro bzw. 24,95 fand ich das jetzt mega gut, was hier drin war. Ich zeige euch mal die Ausbeute insgesamt. So, und hier seht ihr nochmal die komplette Ausbeute aus den drei Boxen, und das ist wirklich sehr gut,
würde ich sagen. Also ich finde, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat für die 21 Euro. Ihr bekommt das ja jetzt ohne den Versand, weil das ja ein Fehler war. So 21 Euro gönnt euch, Leute. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Ausbeute. Dafür, dass wir so schöne Marken hier mit drin haben, kann man nicht meckern, oder? Was meint ihr? Und ich habe für euch, damit ihr nicht leer ausgeht, auch noch ein bisschen was gepackt. Also ich habe hier auch eine Kiste voll mit Produkten, die ihr gewinnen könnt in diesem Video, einfach um euch ein bisschen was zurückzugeben und euch eine kleine Freude zu machen. Ich habe euch auch hier von Avon das Hyaluron Serum einmal mit reingepackt, den Elamasca Highlighter aus den Boxen. Ansonsten sind das Produkte aus anderen Boxen und so weiter, die ich halt für euch für Verlosungen immer weglege. Ein paar Masken, Pflegekapseln von Belu was und genau, da könnt ihr sehr gerne mitmachen, wenn ihr wollt und diese Box gewinnen möchtet. Schreibt dazu einfach den Hashtag Sale unten in die Kommentare rein und genau, schon seid ihr im Lostopf. Ihr solltet Abonnent aber von meinem Kanal sein und ihr solltet dem Video natürlich ein Däumchen nach oben da lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Genau, ich werde mich jetzt verabschieden aus dem Video. Ihr habt jetzt gesehen, was in den Boxen drin ist. Also wie gesagt, ihr könnt bestellen. Ich glaube, dass sich der Inhalt nicht groß ändern wird, vermute ich mal. Meine Zuschauerin hatte ähnliche Produkte drin, wenn nicht sogar dieselben. Vielleicht mag sie es auch mal unten drunter schreiben, dann könnt ihr ein bisschen gucken, ob sich das dann für euch lohnen würde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Woche und bis zum nächsten Video. Tschüssi, eure Nicole.